Oh, seid gegrüßt zu Dead by Daylight um Hardcore gehört. Er ist ein unsichtbarer Mörder unterwegs. Also, er ist wirklich leider unsichtbar. Na, er ist genau hinter mir. Er ist hinter mir her. Kann nicht dein Ernst sein. Why? Okay, er ist weg. Er ist weg. Er ist halt unsichtbar. Er weiß, da war so ein Ding zum Anwerfen, aber. Okay. So, muss mal wieder reinfinden, ja? Hab ich länger nicht schon mal gespielt. Ja. Aber er ist halt unsichtbar. Ja, das ist halt richtig krass. Hier ist ein Generator. Da kann ich mich mal ranwerfen. Alter, ein unsichtbarer. Ja, ich habe gestern eine Runde gegen den Kettensäcken kennt. Gegen den Typ mit der Kettensäge gespielt. Und das war überhaupt nicht witzig. Ja. Der Typ mit der Kettensäge, der war immer total krank. Da läutet die Glocke wieder. Ich weiß ja noch nicht, ob sich unterschiedlich anhören die Glocken, wir unsichtbar machen und wiederkommen. Das würde mich interessieren. Ich höre die ganze Zeit nur die Glocken. Und die ganze Zeit, hier fehlt gerade irgendwas die ganze Zeit so runter. Ich weiß ja nicht, ob er hier rumläuft oder ob das jetzt hier am Feuer liegt. Ich würde mich gerne an den Generator machen. Der Nachteil ist aber, er ist unsichtbar. Ja. Aktuell höre ich aber nicht. Alter, da ist ein Typ Erdbärchen bei mir im Team. Den sehe ich gerade unten. Ich weiß halt nicht. Kann halt nicht. Nicht auf. Okay, da läuft was. Okay, da ist er. Ja, okay, er ist fast unsichtbar. Naja, man kann ihn sehen, aber. Das heißt, er macht sie sichtbar. Das heißt, er hat irgendjemanden gesehen. Er hat jemanden gefunden. Na, jetzt würde ich gerne wissen, wo er langläuft. Er jetzt jagt auf jemand, auf ihn. Okay, jetzt macht er wieder unsichtbar. Er jagt jetzt jemanden. Müsste hinter dem her sein. Und sobald jemand auf dem Boden liegt, dann sehe ich das ja. Und dann kann ich mich auf jeden Fall in den Generator werfen. Genau. Nein. Oh Gott. Nein. Ich dachte schon, jetzt guckt er in den Schrank, weil er denkt, die wären in den Schrank gelaufen. Das wäre natürlich jetzt total nice. Okay, aber er sieht sie noch. Jawohl. Direkt neben mir. Pure Action. Na komm, nehmen Sie mit, Kollege. Ach, da hängt direkt ein Haken. Ach du Scheiße. Okay, wenn er jetzt weit genug wegläuft, dann kann ich sie wenigstens retten. Falls er jetzt wieder wegläuft. Ich habe die Glocken nicht gehört. Okay, jetzt muss er auf jeden Fall weglaufen. Er steht da vorne noch, oder? Ja. Er steht da noch. Man sieht da seinen Arm. Da. Wenn man durch diese Lücke da guckt, bewegt er sich doch oder nicht? Oder täuscht das gerade? Nee, da bewegt sich doch was. Steht er ernsthaft die ganze Zeit daneben und guckt zu? Da wackelt doch der Arm, oder nicht? Ich sag's doch. Der steht da die ganze Zeit. Zum Glück bin ich nicht rausgelaufen. Ah, du dummer Junge. Ah, fuck.
Fuck. Was für eine super Runde. Nur am Verstecken. Also hätte er jetzt an den gleichen Haken hängt. Was für ein Idiot. Der Haken ist ja jetzt frei. Ah, der Haken verschwindet, ist gebraucht. Ah, das ist ja cool. Das ist ja cool. Das heißt, er jagt jetzt den Typen und dann gehe ich an den Generator. Lock den gerade. Wo liegt er? Dort hinten. Okay. Oh, liegen Kassen. Nehmen wir mal mit. Wir werden es verkacken, auf jeden Fall. Ich werde das so oft verkacken. Ja, ich sag's. Ah, jetzt habe ich mich wegen dem ablenken lassen. Jetzt habe ich mich wegen ihm ablenken lassen. Scheiße. Ich habe mich so gut versteckt die ganze Zeit. Der Generator läuft fast. Wenn er den gleichen Trick bei dem auch macht, dann wird er noch da stehen. Dann wird er da noch. Ah, fuck, ich hab's zu spät. Ah, leg mich doch mal. Jedes Mal. Okay. Er jagt. Er jagt den nächsten. Okay, okay, okay. Okay, der nächste ist tot. Ja, gleich bin nur noch ich da. Gleich bin nur noch ich da und dann werde ich eh nicht verrecken. So, wie man es ja nicht anders kennt. So. Genau. Er ist unsichtbar. Das Problem ist, solange er unsichtbar ist, hört man das Herzklopfen nicht. Was natürlich total nice ist. Also soweit ich weiß, hört man das Herzklopfen nicht. Was man in der Runde gesehen. Na. Ich kann den Typen da hinten halt nicht helfen gehen. Ja. Weil er wird so auf jeden Fall hinkommen. Ich würde mir halt gerne nochmal an den Generator anschmeißen. Es wird nichts bringen, dem da zu helfen. Allerdings ist wieder auf Null runter. Ich kann nicht den ganzen Generator reparieren auf einem Zug. Da werde ich Elend nicht versagen. Der hinten krabbelt noch fleißig. Das heißt, er ist nicht bei ihm. Baue ich jetzt einfach mal. Da lief gerade jemand. Sag ja. Ah, wow. Oh, okay. Der Mörder ist schneller. Also der Mörder kann schneller laufen. Ja, mal deswegen muss man den austricksen, indem man irgendwo drüber springt oder halt die Dinger umwirft. Um ihn zu blocken. Ah, ich kann ja auch den hier machen, ne? Fällt mir gerade auf, aber ist zu spät schon. Was auch geht, ja, ist, wenn man durch ein Fenster springt oder so. Das ist natürlich auch total nice. Wenn man durchs Fenster springt, dann kann er einen zurückziehen. Das heißt, ich hatte jetzt viel zu spät ein. Hatte aber Glück, dass er es nicht gemacht hat. Steht er noch hier? Ja, ja. Ich frage mich, warum der den Kopf so schräg hält. Da habe ich nämlich gestern auch, ich hab den nämlich auch gespielt und er hat immer die ganze Zeit zwischen Fenster hin und her gehüpft. Und irgendwann habe ich ihn dann da erwischt, indem ich ihn zurückgezogen habe.
beim Springen. Also ich habe nicht zugeschlagen, so richtig, sondern ich habe einfach zurückgezogen. Ja, ich brauche eh nichts, Fluchtversuchen sowas, weil es funktioniert gar nicht. Weil, wie willst du denn flüchten? Das geht nicht. Kannst du so oft hängen bleiben, wie du willst? Ja, da brauche ich auch nicht kämpfen, weil der Einzige, der noch lebt, der liegt da unten am Boden. Und der kann nicht wieder aufstehen, weil ihm keiner helfen kann. Ja, man muss, wenn man am Boden liegt, muss einem geholfen werden, sagen wir mal so. Ja. Habe natürlich jetzt ja nichts mal gemacht, außer mich erfolgreich zu verstecken. Ja, und war so heute mich mit einer der besten Kappa. Ich hatte aber, war aber mehr Glück als Verstand unterwegs gewesen. War mehr Glück als Verstand. Ja, ja. Kein Bock. Versuchen wir noch eine Runde. Als Versager. Habe ich auch schon mal eine Runde gewonnen. Will schon mal entkommen. Weiß ich gar nicht, ich habe da gar nicht so viele Runden gespielt. Ich habe als Mörder versagt. Was mir auch, was auch eine sehr kuriose Runde war. Und, da bin ich am Konstrukt schon mal, oder? Hätte eine Runde gehabt, wo der Gegner total, der Mörder total ausgerastet ist. Der ist ja. Der hat ja innerhalb 4 Minuten alle Leute getötet. Das war die kürzeste Runde, die ich jemals hatte. Deswegen, dass er erst sterben würde, wäre die Runde länger gewesen. Also. Ansonsten habe ich fast wenig Runden, sehr wenig Runden gemacht. Ich habe 2 Runden als Mörder gehabt. Beide habe ich versagt. Weil ich die beiden Mörder mal getestet habe, die anderen. Also mit der Gänsejagd ist schon cool, aber da brauchst du schon ein bisschen mehr Skill für. Finde ich. Ja, mit der Kettensäge ist so. Weiß nicht. Dem kannst du echt gut rasieren, aber ne? Muss halt dann auch treffen. Im richtigen Moment. Natürlich, was ich mal machen kann, hab mir ja gerade gesehen. Der ist halt schneller. Der hat eine höhere Bewegungsgeschwindigkeit, wenn er unsichtbar ist. Das heißt, er kann schneller die Map durchsuchen nach irgendetwas. Ich hätte einen anderen Generator laufen sollen. Wäre vielleicht klüger gewesen. Ja, und laden tut er auch ziemlich lange. Auch eben schon. Ich habe die Aufnahme, glaube ich, 3-mal gestartet. Und jedes Mal war ich nur in der Aufnahme, im Ladescreen. So, gleiche Map wieder, glaube ich. Ah, gleicher Mörder. Vor allem. Habe ich mal jemanden gesehen? Der hat voll die passive Fähigkeit. Ja, der bei Krähen und sowas. Ja. Der hat das halt gesehen. Oder der konnte halt das halt. Der konnte halt die Krähen aufschrecken sehen. Der wurde dann halt benachrichtigt. Irgendeine Art und Weise. Das war krass. Normalerweise laufe ich immer sehr viel hin und her. Weil du bei den anderen ja direkt hörst, ob sie in der Nähe sind, durchs Herzklopfen. Schnauze. Aber der Unsichtbare? Ja? Lass mich doch mal in Ruhe, ich bin gerade in einem Horror-Game, du olde Zippe. Okay, jetzt machen sie sich wieder unsichtbar. Ich muss auf diese Glockenläuten achten. Ich muss wissen, wann unsichtbar und wann sichtbar. Junge! Mann, dann gehen wir noch einen Keks jetzt. Ach,
scheiß Krähen. Was ist denn der fucking Problem? Du schläfst 2 Stunden lang am Stück und kaum fangst an zu spielen, bist du hier am Rummerzen, ey. Das ist der Wahnsinn. Ne, da war nichts. Aber er hat noch gar keinen gefunden. Das ist ein gutes Zeichen oder ein schlechtes Zeichen? Halt! Da läuft was. Ja, da läuft der Unsichtbare. Ich habe ihn kurz gesehen, glaube ich. Er macht sich sichtbar. Er hat aber niemanden geschlagen. Und wieder. Nee. Ah, das Glocken. Das geht ja auch anders. Du kannst ja immer einmal glocken lassen, nur um Leute zu erschrecken. Hab ich auch gemacht. Die ganze Zeit. Ist alles möglich. Alles im Machbaren. Und um Leute zu täuschen. Holy fuck. Direkt in meiner Nähe. Willst du mich verarschen? Direkt in meiner Nähe. Generator gestartet. Ich wollte gerade in die Richtung laufen. Muss gucken, wo die anderen... Genau. Flackern mir halt genau über ins Gesicht. Ich bin wieder sehr produktiv, ne? Kann das sein? Ich finde Unsichtbaren nicht wirklich am schlimmsten. Aber doch relativ am schwersten. Wenn du am schlechtesten einschätzen kannst. Ich packe am Baum fest. Der Baum hat eine ziemlich hohe... Ach, hier ist irgendwas. Holy fuck, erschreck mich doch nicht so. Kollege, Alter. Das ist... Genau. Alter, ist das dein Ernst? Oh Gott. Genau. Genau. Holy fuck. So viele Krähen auf dieser Map. Er ist vorsichtig. Der Generator läuft zur Hälfte. Wird noch niemanden. Also einer wurde eben geschlagen, glaube ich, oder? Ich bin mir nicht mehr sicher. Hab's schon vergessen. Wurde aber, glaube ich, geheilt. Ja, der Generator läuft zur Hälfte. Könnte ich mich dran wagen? Okay, der nächste Generator läuft. Müsste jetzt, glaube ich, in die Richtung laufen. Dann würde ich mich jetzt an die... Holy fuck. Lockt ihr den jetzt hier hin? Hat den jetzt hier hingelockt oder nicht? Er ist aber weitergelaufen. Nach dem Motto, lass den mal machen. Ist nicht so, als würde der Generator schon genug Krach machen. Darf ich jetzt bitte? Das ist ein Schrank. Ah. So. Versuche mal mein Glück. Zum Glück kommt vorher immer ein kleines Geräusch. Ja. Ja. Ja, gut, dass vorher ein kleines Geräusch kam.
gut, dass vorher ein kleines Geräusch kam, dass ich darauf reagieren kann. Und es am Ende trotzdem voll verkacke, weil er war ziemlich früh. Halt doch die Schnauze! Junge! Hey! Halt Fress jetzt bitte! Also jemand wurde getroffen. Bitte! Warte doch mal! 5 Minuten! In der Runde ging auch voll schnell! Ja? So. Die Frage, kann ich mir jetzt hinbewegen oder nicht? Weil die Ecke zu verstecken war schon mal nicht schlecht. Alter. Okay, er hat jemanden geschlagen. Ich mach mal weiter. Okay. Okay. Das haben wir schon mal. Schauen wir noch kurz her. Guck ich mal, wo liegt der Typ auf dem Boden? Dahin. Okay, er hat ihn gerade aufgehangen. Ist der gleiche Mörder von eben? Das ist die Frage. Ah, ist es der gleiche Mörder von eben? Ja. Wird er wieder dort warten? Warten? Oder wird er weiterlaufen? Verliert ziemlich viel Leben da hinten, der Alte. Der Komete El Palo. Die Lebensanzeige sinkt rapide. Wir haben noch 2 Generatoren, die wir anwerfen müssen. Wenn die das geregelt kriegen, kann ich einfach rauslaufen. Das steht direkt vor einem Tor. Ja. Ich kann die Beine in die Hand nehmen und loslaufen. Das wäre natürlich die Alternative. Scheiße für die anderen. Mal jetzt ehrlich. Die sind menschlich. Ja. Uns interessieren die anderen Menschen hier nicht. Ist zwar nett, wenn die uns helfen, aber wir brauchen denen nicht helfen. Ja. So läuft der Hase hier in Wirklichkeit. Der hinten ist. Müsste jetzt tot sein. Wird gerade geopfert. Ich frage mich, wo die anderen beiden hocken. Okay, die anderen beiden. Ja, okay, wo die anderen beiden hocken. Die müssen ja auch noch irgendwas Sinnvolles tun, denke ich mal, oder? Hier ist ein Türchen. Weil ich höre ja auch nichts, nichts explodieren oder knallen oder sonst irgendwas. Das heißt, entweder hocken die auch nur in der Ecke, so wie ich, weinend und so weiter. Oder ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall wurde der Generator auch angeschmissen. Fast fertig oder zur Hälfte. Ohne dass das Ding explodiert ist. Ist halt die Sache. Soll ich ein bisschen rumlaufen, versuchen abzulenken oder. Weil, wenn die nichts machen, will ich auch nichts machen. Ja. Gleiches Recht für alle. Entweder sterben wir alle oder ich überlebe. Okay, da hinten läuft ein Generator. Da war einer fleißig. Und das ohne dass das Ding explodiert ist. Holy fuck. Das muss ein richtiges Genie sein. Und ich wette, wenn der letzte Generator läuft, also wenn alle Generatoren laufen und ich kann den Ausgang hier betätigen, kommt der ausgerechnet zu diesem Ausgang hier. Ja? Ach, er wurde geheilt. Die arbeiten zusammen, die zwei, der Icke und der Despatura, während ich hier warte. Und dann kommt er zu diesem Ausgang und tötet mich. Und die anderen beiden, die können bei meinem Ausgang flüchten. Ja. Das Risiko gehe ich ein. Fürs Team. Auch wenn ich eben noch gesagt habe, scheiß auf die anderen, aber. Wenn es sein muss, muss es sein. Ich überlege gerade. Soll ich weiterlaufen? Wie gesagt, der Unsichtbare ist mir am unsympathischsten. Aber wenn es der andere Typ mit den Bärenfallen, dann ist mir scheißegal. Da würde ich ja rumlaufen wie so ein Irrer. Dann würde ich die ganze Zeit sprinten. Habe ich jedes Mal gemacht. Bei dem sprinte ich nur.
Auch wenn die immer schneller sind. Was guckst du mich so blöd an? Jetzt müsste er so die ganze Zeit neben mir stehen und sehe ihn nicht. Lass mich doch bitte in Ruhe! Kater. Ich wäre gar nicht, was schlimmer ist. Der Mörder hier oder der Kater in meinem Zimmer? Ein verkackten Generator noch. Jetzt bewege ich mich vom Tor weg. Ja, dann läuft der Generator bestimmt, der letzte. Das hört die ganze Zeit an, als würde jemand laufen. Hier sind so viele Haken, ne? Es gibt manche Maps, da sind voll weniger Haken. Auf anderen Maps hast du irgendwie übertrieben viele oder gar keine. Das ist echt krass. Na, hat sich gerade sichtbar gemacht, soweit ich weiß. Muss sagen, was gesehen. Das Problem ist, in dem Moment, wo er sich sichtbar macht, läuft er halt langsamer. Er wird halt, der Generator läuft schon, sehe ich gerade. Wird halt automatisch langsamer. Das verschafft einen halt Zeit wegzulaufen. Natürlich im Nachteil vom Mörder, aber mich interessiert, dass es ein Mörder Nachteil hat. WTF. Ich sag es ja. Ich sag es ja, ich beweg mich weg. Ich mach einfach auf gut Glück. Weil. Ja, was soll ich machen? Es gibt auch so eine Luken. Ja, es gibt Luken auf manchen Maps, wo du durchklettern kannst, anscheinend. Ja. Tut mir leid, Leute. Ich warte auf euch. Ich weiß gar nicht, wie weit ich laufen darf. Ich warte. Oder ich kann ja zuschauen. Kann ich auch. Wenn ich rauslaufe, kann. Wenn ich zuschaue, kann ich ja sehen, was die machen. Ja, ist auch eine gute Idee. Wir schauen mal zu Schuh. Schuh. Okay, die werden verfolgt. Ich kann leider nicht. Ich kann mich leider gar nicht umschauen, oder? Ne, ich kann mich nicht umschauen. Guck mal, wie schnell der ist. Dieses Problem ist jedes Mal, wenn er zuschlägt, lässt er halt von der Geschwindigkeit her nach. Und er hat den getroffen. Und jetzt ist er am Arsch, ja. Also der Typ war halt genau anderem Tor bei den anderen beiden. Was macht der andere in der Zeit? Der chillt dort unten. Man kann leider nicht miteinander chatten. Ja, das ist ultra ätzend. Ja, die haben extrem, die haben die ganze Arbeit gemacht. Ja, anstatt da halt versucht zum anderen Tor zu laufen. Guck mal, das andere Tor ist doch offen. Versuche dort halt hinzulaufen. Lauf zum anderen Tor. Wieso läuft er nicht zum anderen Tor? Wir wissen auch, dass das andere Tor offen ist. Schließlich war ich ja dort gewesen. Genau, kletter halt durch das Fenster, auch wenn die Tür offen ist. Please! Du hast nichts zum Umwerfen, ne? Oh, oh, oh! Das hat mal ein bisschen Zeit rausgeholt, aber nicht viel. Das bringt halt nichts. Er kann halt machen, was er will. Er kann jetzt nicht wirklich entkommen. Weil er hatte nur ihn vor den Augen, ja? Wieso wirfst du das Teil nicht um? Wir waren nicht direkt hinter ihm, deswegen. Hätte aber früher loslaufen müssen. Als hätte er nicht um die Ecke geschaut. In der Zeit hätte sie ja locker zum anderen Tor laufen können. Das Problem ist, sie ist verletzt. Ja, das heißt, er hört sie die ganze Zeit rumschreien. Denken sie natürlich, boah, was ist der Tille für ein Arsch? Ja.
Ich habe praktisch nichts gemacht und bin entkommen. Aber was soll ich sagen? Die hat auf jeden Fall genug Zeit, zum anderen Tor zu laufen. Ja, die hat einfach versucht, das Tor aufzumachen, wo gerade ihr Kollege gestorben ist. Ja, das war Dummheit. Das war die Dummheit. Da hätte sie mehr rausholen können. Wenn man ganz ehrlich, das andere Tor hätte sie locker gefunden. Ja. Das hätte sie locker gefunden in der Zeit. Tut mir sehr leid für sie. Ja, oder für ihn. Da hätte sie mehr machen können. Der andere war verloren. Leider habe ich zu spät reingeschaut. Schade. Aber ich habe überlebt. Ich habe gesagt, schaut auf die anderen. Ich mach das schon. Ich mach das schon. Ja, und das war's mit Dead by Daylight. Als asozialer Überlebender, ja, habe ich mich da durchgekämpft. Einfach mal 10 Minuten lang im Schrank versteckt und trotzdem gestorben. Und nichts gemacht im gesamten Spiel. Und in der zweiten Runde einfach mal die ganze Zeit nur in der Ecke versteckt, einen Generator angeworfen und dann abgehauen. Weil der Rest des Teams alles andere gemacht hat. Außer der eine, der ist relativ früh gestorben. Aber das ist scheißegal. Es geht ja nur ums Überleben. Habe ich so verstanden, als ich das Spiel gekauft habe. Und ja, da ich überlebt habe in der zweiten Runde, sag ich mal, haut rein und man sieht sich irgendwo. Irgendwann. Irgendwie. Oder einfach gar nicht. Haut rein.